Die Geheimnisse von Schloss Sturmschleier? Ich zeig's euch in diesem Video. Eines davon ist dieser NPC, der euch am Anfang anspricht und nett erscheint. Er ist es nicht, er ist ein hinterhältiger Hund. Jetzt fragt euch wieso. Wenn ihr in der Burg sterben solltet, klaut er einen Teil eurer Runen. Wenn ihr die Burg erkundet, sperrt er euch in einen Raum mit einem starken Ritter ein. Deswegen besiegt ihn und ihr seid ihn los. Am der Gnade Waldturm aus geht es weiter. Und zwar besingen wir hier die Adler, die einen mit Fässern beschmeißen und können hier hinunterspringen. Was finden wir hier unten? Sehr wichtige und bzw. nützliche Items. Zum Beispiel einen Dunkelschmiedstein der Stufe 2, ein Schild, eine Kriegsasche sowie eine Anrufung, wenn wir einen starken Ritter besiegen. Besiegt ihr Skarabäus für die Kriegsasche, hier links ist der Dunkelschmiedstein der Stufe 2 und falls der Ritter euch zu stark ist, könnt ihr von der Seite, wo der Skarabäus war, ihn mit Range-Waffen, das ist einem Bogen, bzw. mit einem Zauberstab bekämpfen. Dann geht es wieder zurück zum Waldturm, zur Gnade und dort gehen wir hinauf zu den Dächern der Burg von Godric bzw. Schloss Sturmschleier. Oben angekommen, läuft sofort nach links und besiegt hier den Gegner, denn er hat eine Tröte und wenn er da reinpustet, stehen alle Einheiten um ihn herum auf und attackieren euch. Hier auf dem Dach leicht zu übersehen eine zerbrochene Säule, dort hinaufgesprungen sind wir hier oben, können die Leiter hinaufklettern und finden den Clown-Talisman, der unsere Sprungangriffe verstärkt. Ein sehr nützliches Item fürs Early Game. Weiter geht's in der Küche von der Burg. Dort angekommen, wollen wir dort hinauf auf die Plattform. Was finden wir dort oben? Ein nützliches Item und zwar ein Steinschwertschlüssel. Die eingelegten Schildkrötenhälse sind jetzt nicht so wichtig meiner Meinung nach, aber man kann nie genügend Steinschwertschlüssel am Anfang des Games haben. Zudem finden wir hier einen goldenen Federzierfuß, der unsere Runen, das heißt den Runenerhalt für besiegte Gegner, um 3 Minuten für 30% erhöht. Deswegen ein sehr nützliches Item fürs Early Game. Bei der Gnade von dem Bossnebel von Godric können wir nämlich geradeaus weiter uns an der Wand entlang halten und kommen in einen weiteren geheimen Bereich. Hier werden wir auf dem Weg in die Kanalisation der Burg Schmiedesteine der Stufe 1, 2, 3 einsammeln, sowie diverse goldene Runen. Wir werden auch eine goldene Rune der Stufe 5 einsammeln. Seid dabei vorsichtig und springt nicht über das Geländer in den Tod, sondern springt vorsichtig seitlich nach vorne. Ihr werdet es jetzt gleich sehen, was ich meine. Und zwar hier unten am Geländer ist die goldene Rune der Stufe 5. Achtet dabei, springt nicht zu weit rüber, ansonsten sterbt ihr. An der Gnade angekommen, den Shortcut aktiviert, geht es wieder zurück. Und zwar weiter hinunter in die Kanalisation. Besiegt die Fledermäuse am besten mit Reichweite. Unten angekommen sind weitere Ratten. Wir werden einen Skarabäus besiegen und einen Grollruf, einen Zauber einsammeln. Zudem werden wir einen Boss, einer dieser Drachenholzlindwürmer besiegen. Und wenn wir ihn besiegt haben, bekommen wir eine goldene Saat. Sammeln einen weiteren Steinschwertschlüssel ein, sowie einen weiteren Talisman, und zwar den Geschwür des Todesprinzen. Dieser schützt uns vor der Todespest, das ist der schwarze Status, dieser schwarze Rauch, den diese zum Beispiel diese Frösche auf einen erspucken. Wenn dieser Status voll ist, ist man ja sofort tot und dagegen haben wir dann höhere Resistenzen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und Abo da und wenn ihr Fragen zum Spiel bzw. andere Guides sehen möchtet, schreibt es gerne in die Kommentare. Außerdem könnt ihr meinen TikTok-Channel auschecken, dort habe ich ebenfalls Guides. Bis zum nächsten Mal, euer Swotty.